Grüße Leute und zurück zu Dark Souls 2. Der letzte Part ist bei mir gerade noch nicht so lange her, sondern nur eine halbe Stunde. Und da habe ich einfach gedacht, ich setze mich nochmal ins Pad, suche einfach das letzte Leuchtfeuer. Und ich glaube es gefunden zu haben. Denn das letzte Mal sind wir einfach nur die Tür da hinten lang gegangen und die Tür da drüben. Wir sind aber nicht weiter tiefer gefahren. Und zwar mit genau dieser Plattform, was ich jetzt tun möchte. Und da ist mir nämlich sowas hier aufgefallen. Hier geht es nämlich noch weiter. Und ich schätze mal, hier sind wir exakt richtig. Zudem habe ich herausgefunden, dass dieser komische Ring, den ich letztens ein bisschen verpönt hatte, also, wo ist er denn? So ein dreiköpfiger Ring, wo ist er? Wo ist er denn hin? Jetzt habe ich ihn wieder aus den Augen verloren. Na? Okay, jetzt wollte ich gerade was Großprotziges zeigen und ich sehe es nicht. Also den Ring, den ich letztens gefunden habe, den habe ich ganz böse verhöhnt, habe gesagt, das interessiert mich nicht wirklich. Der ist aber in Wirklichkeit spitze. Das müsste der Ring des Todes nicht sein, sondern Ring des Träumens oder so ähnlich. Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber der erhöht mächtig alles, was ich habe an Abwehr. Und zwar nicht nur ein bisschen. Genau, sondern Postel. Ich suche jetzt trotzdem nochmal schnell, um euch die Werte zu zeigen, was das Ding eigentlich verbessert. Blutresistenz. Ach, genau, hier. Zerstreuungsring. Der macht extrem viel Verbesserungen. Und zwar mächtig. Also den werde ich auch dann beim Schmelzerdämon einsetzen, wenn ich nochmal gegen den kämpfen sollte. Was ja gar nicht mehr so weit hin ist, schätze ich mal. Aber erstmal noch hier ein bisschen umsehen. In diesem neuen Gebiet für mich oder in dieser neuen Gegend, was ich letztes Mal verpasst habe. Ich dürfte eigentlich keine Mimik sein. Mal gucken wir mal nach. Na, keine Mimik. Keine Falle und wir kriegen Ring der Stärke. Klingt eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich dachte, wir hätten sowas wie einen Ring der Stärke schon. Wahrscheinlich ein neues Level. Ring der Riesen, nee, Ring der Stärke, wo haben wir den? Ring der Geschicklichkeit, ist das der Ring der Stärke? Ring der Stärke, erhöht Stärke. Ja, okay, erhöht Stärke, damit kann ich dann größere Waffen besser schlagen. Kann ich da aber auch mehr Schaden anrichten? Also jetzt mal eine ernsthafte Frage in die Kommentare. Kann ich damit mehr Schaden anrichten, wenn ich eine Großwaffe führe, die auf Stärke skaliert? Ist das dann möglich? So, der ist tot. Ich weiß auch nicht, was ihr mir in die Kommentare bis jetzt schon reingeschrieben habt, weil die letzten beiden Parts habe ich wieder am Stück aufgenommen. Und ich kann auch nicht sagen, da die letzten beiden anderen beiden letzten Parts auch noch gelaufen sind, wo ich die neue Aufnahme schon gestartet habe, konnte ich auch nicht auf die Kommentare eingehen. Also wundert euch nicht, wenn ich manche Dinge hier erwähne oder wieder übersehen habe. Ich habe eure Kommentare mit Interesse gelesen und werde die auch umsetzen. Aber ich weiß nicht, wie ich darauf eingehen konnte, weil ich ja halt jetzt ein paar Parts in der Zukunft voraus bin. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich konnte es nicht anders regeln, weil ich öfter doch mal ein bisschen arbeitstechnisch beschäftigt bin und sonst gar nicht hätte aufzeichnen können. Also ich muss das ein bisschen am ein Stück. So eine Scheiße. Ah! Alter, hallo? Wie viele Etagen geht's denn noch tiefer? Okay, jetzt sollte ich mal einen Schluck trinken, sonst... Ja, sehr gut. Danke für gar nichts, ihr Typen. Wie viele Etagen ging das runter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist aber nicht schlimm. Wir sind ja wieder am Leuchtfeuer dran. Das heißt, nah bei der Action. Ich bin motiviert. Und das heißt, es kann gleich weitergehen. Ich habe mich jetzt übrigens auch mal ein Level hochrüsten können, indem ich einfach ein paar gefundene Seelen geopfert habe. Ist jetzt nicht immer die eleganteste Möglichkeit, weil man findet ja immer wieder gute Seelen. Was wieder bedeutet, dass man die mal braucht, um irgendwelche Türen zu öffnen. Gegenstände zu kaufen oder was auch immer. Aber ich habe sie trotzdem einfach mal dafür genutzt. Okay, schnell Ringwechsel. Ring, Ring, Ring. Ah, natürlich den teuren Ring ausgerüstet gehabt. Ich bin so ein verschwendungssüchtiger Dreckskerl. Unglaublich. So, ein bisschen Zeit sparen. Ein bisschen Leben kostet es einen, natürlich. Ist aber nicht allzu schlimm. Ich glaube, ich gehe wieder von oben rein. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich den Typen von hinten überfallen kann. Muss dann halt nur den Sprung packen. Genau, den hier. Okay. War jetzt nicht gerade sehr wirtschaftlich. Aber was soll's. Von da oben hätte ich auch reingekonnt. Noch eine Etage höher. Noch eine Zwischendecke. Hä? Oder ist das nur Deko? Gut, man weiß es nicht. Der hat mich mittlerweile bemerkt. Ach, ist das Kacke. Der ganze Plan ging fehl. Sind jetzt wenigstens schon die Löcher am Boden drin, dass ich weiß, wo ich durchbrechen kann und wo nicht? Ich schätze mal schon. Fall runter. Ja, sind alle Löcher drin. Ich muss echt tief gefallen sein. Da ich keine Seelen gerade gekriegt habe, schätze ich mal, ist der Typ noch nicht tot, der da runtergefallen ist.
Nee, da warten sie noch auf mich. Ach, das Loch ist nicht zu. Bei mir klappt dieser Fallen-Kill-Move leider nie so richtig. Wo bin ich denn hier eigentlich? Da ist wieder ein Loch zum Runterfallen? Kommt mir die Gegend hier irgendwie bekannt vor? Kann ich hier rüberrollen? Ah, ich habe gehofft, schnell zu rollen, dass es zusammenbricht und ich nicht direkt reinfalle. Ja, auch nicht so schlimm. Da unten scheint eine Menge los zu sein. Ich überlege, ob ich mal ein bisschen meinen Bogen sprechen lassen soll. Oder, Instant Kill. Ich weiß, hinter mir ist jemand. Okay, der hat sich aber nicht eingemischt. Zum Glück brauchen die nur noch zwei Schläge, die Jungs. Oh, da wär's ja wieder runtergegangen. Und wieder einer weniger. Na, jetzt läuft's doch. Partisane plus 6. Ich muss sagen, man wird hier regelrecht beschränkt. Ich habe gar nicht mal meinen Bogen ausgerüstet. Wenn ich den jetzt schnell brauchen sollte, ist der mal einfach weg. Partisane, gucken wir erstmal plus 6. Sense plus 7. Ach, wir kriegen ja dauernd so ein Zeug hier. Finsternis-Sense, einfach mal so gekriegt. Zwillingsklinge. Wir haben eine Menge Waffen, die ich einfach mal ausprobieren sollte. Aber ich löse jetzt einfach meinen Bogen an und gehe einfach mal weiter. Das muss ja auch mal sein. Kann ich den Bogen einfach noch ein bisschen auf... Fehler. Trinken. Oh Gott. Ich hasse diese Kerle. Na gut, aber eigentlich muss ich nur noch in die richtige Richtung zirkeln. Nein, der verliert bei beiden Lava. Och, du Scheißer, mit einem Tritt oder was? Ich hasse diese Lava-Action. Der ist aber im Prinzip gar nicht mal so schwer, wenn er nicht seine dämliche Lava hätte. Hier aber Nummer hat, kann man ja nur nicht absprechen, ne? Aber mein Schild hält. Bin ich immer noch ein bisschen stolz, dass ich so ein starkes Schild habe. Alter, direkt aus der Rolle gefischt. Na toll. Sieht gar nicht mal so gut aus für mich. Ich trinke lieber noch eins. Irgendwann müsste ja mal wieder ein Leuchtfeuer kommen, ne? Das ist ja das, was wir versuchen. Also von daher kann ich ruhig mal ein bisschen rumasen mit den Estos. Was kriegen wir am Feines? Helm des Minotaurus. Gott, das klingt geil. Kann man nicht anders sagen, das hat was. Ach, ich wollte ja eigentlich mal aufräumen. Das sage ich jedes Mal und mach's nicht. Aber ich glaube, der Helm des Minotaurus ist, das da unten halt, ne? Information anzeigen. Wollen wir mal sehen, was es da gibt. Ein verzierter Helm vom alten Eisenkönig in Auftrag ergeben. Ein eiserner Schmuck auf unbeholfene Art zu einem Zweck genutzt und so ein muffiges, schweres Ding. Vermutlich dem Träger das Gefühl, dass Eisen bei ihm Luft zum Atmen nimmt. Ja, sehr gut. Das Ding ist auch schwer, verbessert alles bei mir. Ist aber auch logisch, meine Maske ist nun nicht der beste Schutz. Dient halt nur den Item abcatchen. Und ich vergesse auch ab und zu mal lieber Endgegner-Files umzurüsten. Vielleicht ist das auch einer meiner kleinen Fehler. Vielleicht sollte ich das nächste Mal komplett, wenn ich gegen... Oh. Der bleibt doch hoffentlich liegen, oder? Wenn ich das nächste Mal gegen Endgegner kämpfe, hoffe ich einfach mal, dass ich nicht vergesse, alles umzurüsten. Und das Ganze kommt mir bekannt vor. Da irgendwo geht es hier wieder in die Minen rein. Ah, da ist dieser Block mit dem Schwert. Und dann müsste es hier oben irgendwo zu den Minen reingehen. Ist aber jetzt auch egal. Ist halt eine neue Route und ich hoffe da einfach mal, was neu reisen zu können. Was ist denn das für einer? Haben die vorher schon so massiven Rundumschaden gemacht? Der hat ja gerade alles weggerolzt. Bleib liegen. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Der lebt noch, der kommt wieder. Na, oh, ist das Kacke. Okay, das bringt mir alles nicht, die Viecher jetzt gerade zu besiegen. Den hier vielleicht. Du kommst doch nicht wieder, oder? Doch, der kommt auch wieder. Nicht so gut. Also irgendwo muss hier, schätze mal, geht die Truhe auf? Kein Gegner drin, keine Falle? Ich konnte nicht lesen, was es ist. Ich muss einfach weiter. Irgendwo muss hier wahrscheinlich ein Nekromant sein oder sowas in Art, was die Leute immer wieder belebt. Okay, der verfolgt mich scheinbar nicht so schnell. Okay, okay. Ich kriege jede Menge Hinweise. Wahrscheinlich erwartet mich unten irgendwas Furchtbares. Oder, ja doch, unten. Ich habe gedacht, der Fahrstuhl fährt nach oben.
Aber egal, ich muss mir ja nicht ins Höschen machen. Wie gesagt, irgendwo muss ja ein Leuchtfeuer sein. Und da sind wir auf der Jagd nach diesem Leuchtfeuer. Wir sind ja nicht auf der Suche nach dem Endgegner. Obwohl ja natürlich gut möglich sein könnte, dass nach dem Endgegner ein Leuchtfeuer kommt. Aber das glaube ich fast gar nicht. Obwohl, wenn ich mir die Gegend hier so angucke, das sieht aus wie eine Endgegner-Arena. Ach du schöne Scheiße. Wo ist denn hier das letzte Leuchtfeuer? Das sind solche... Ah! Können wir mal? Ja, bitte den Schmelzerkeil benutzen. Ich dachte, das wäre wie eine Heilung für uns. Ach, wir müssen die Seele auch noch aufsammeln. Da bin ich meistens ein bisschen zu voreilig. Und hier drinnen sieht es wirklich aus wie Endgegner. Irgendwo erwartet uns einer. Und ich habe nur noch 5 Flaschen und der Typ wird mir garantiert den Arsch aufreißen, wer immer es auch ist. Ich habe mir so auf ein Leuchtfeuer gehofft. Ja, Schmelzerkeil benutzen. Immer rein damit. Aschebraut Nadalia. Ich habe ja gedacht, die erwartet uns. Gegenstand aufnehmen, sehr gut. Seele eines tapferen Kriegers. Ich habe vergessen, die ganzen Statuen nochmal kaputt zu machen, oder... Sind ja mehr oder weniger keine Statuen, sind ja einfach tote, verbrannte Menschen. Zu Asche zerfallen. Aber trotzdem, Leuchtfeuer wäre ja eigentlich ganz nice. Vor dem Endgegner. Oder habe ich das wieder übersehen? Ja. Na, es war ja klar, dass so ein Vieh kommt, was jetzt noch geheilt wird. Komm hierher! Hier wurde wenigstens nicht geheilt. Oh, geht das über den kompletten Raum? Ja, es war halt dumm, aber ich will den wegkriegen. Geht doch. Nicht mehr viel Estus. Aber es ist alles auch nicht so schlimm, wie gesagt. Ich hoffe hier noch auf einen Spot, wo man sich ausruhen kann. Sollte so ein Spot nicht kommen... Ja, Schmelzerkeil, bitte. Zack. Mittlerweile dürften ja von den komischen Statuen oder den Nadalias nicht mehr so viele da sein. Warum die mich eigentlich nicht heilen? Finde ich echt kacke. Im Multiplayer sind solche Heilsphären, sag ich mal... da ist eine Tür. Ich habe ein gutes Gefühl. Was ist denn jetzt los? Oh, es war gerade eine Art Erdbeben. Ja! Leuchtfeuer! Okay, damit das letzte Leuchtfeuer entzündet und ich würde mich gern mal ausruhen. Hier kann man auch noch jemand... Ellie Stahlherz. Ellie Stahlherz? Wir hatten da unten schon mal eine, die irgendwas mit Stahl zu tun hatte. Ich habe keinen Schmelzerkeil im Inventar. Echt nicht? Wo ist denn da der letzte hin? Der letzte müsste dann rein technisch, ich vermute es einfach mal, beim Endgegner sein. Ist nur eine Vermutung. Aber ich denke mal eine passende. So, ich habe den Typen jetzt aufgeweckt. Das wollte ich eigentlich nicht. Denn ich hole mir jetzt Hilfe. Warum eigentlich nicht? Ich habe keine Ahnung, wer dieser Endgegner ist. Ich habe auch keinen Bock zu verrecken. Also holen wir jetzt mal Ellie Stahlherz. Hallo, Ellie Stahlherz. Du bist ein Boxer? Ernsthaft? ja, hallo, Ellie? Du bist kein Mensch, oder? Du bist ein... Bist du ein Mensch? Mach mal was Dummes. Menschen machen öfter mal was Dummes hier. Nee, du bist ein NPC. Das hat mich jetzt irritiert. Jemand, der sich Ellie Stahlherz nennt. Und zufällig an so einer Stelle wartet. Sollten wir hier noch was beschwören? Nein, ich will ihn schwören, ja? Ich will Kalian von der Tüfe bestören. Und mich hier nicht von irgendwelchen Gegnern anmachen lassen. So. Und rein da ins Endgegnervergnügen. Ganz chillige Gegend. Wo sind meine tollen... Da sind sie. Hi? Und du bist wer? Boah! Fetter Auftritt, Kumpel. Der ist verdammt schnell. Der ist verdammt schnell und räudig. Wie soll man den da alleine machen?
218 Schaden mache ich dir nur. Der lacht doch über mich. Ah! Okay, aber der Magier scheint ja schon. Ich traue mich nicht so nah ran, der schwingt viel zu doll raus. Aber die NPCs halten durch. Ich glaube bloß nicht. Wenn die tot sind, bin ich, glaube ich. Oh! Locker tot. Welche Schwäche hast du? Oh, er hat gestaggert. Was ist denn das für eine Technik? Ich hoffe, er springt nicht wieder was in die Luft. Nee, er macht sein Schwert brennt. Och, ja klar. Mistvieh. Okay, einer weniger. Oh, Explosion. Und das war's. Mich hat's zerlegt. Was ist denn das für ein... Ich wollte schon das böse Wort mit W sagen. Aber der hat's ja scheinbar einfach nur drauf. Der macht ihm doch ein Duell platt. Das bräuchte er gar nicht erst probieren. Der lacht mich doch aus. Ich lache mich jetzt selber aus, wenn ich gegen den kämpfe. Ja, ich werde es mal alleine probieren. Was soll schon schief gehen? Der reißt mir den Arsch auf und fertig. Alter Falter. Aber wir wissen ja, wenn man Endgegner alleine nimmt, haben die weniger Power. So. Nee, ich will nicht reisen. Ich will einfach nur mal... Boah, den Ring wechseln. Ach, natürlich, jetzt nehme ich gleich noch am Anfang einen Estus. Sehr gut. Ist der leichter, wenn man den noch die Stäbe reinrammen würde hier? Die sind ja um den rum platziert und haben ja auch diese Heilsphäre. Die Frage ist nur, ob das bei ihm hilft oder ob ich da den letzten Keil kriege. Na gut, dann probieren wir ihn halt mal alleine. Was soll schon schief gehen? Außer, dass er mir einfach den Arsch aufreißt. Und ich würde ja meinen missgestalteten Schild nehmen, aber ich glaube, die Blitzwaffe ist vielleicht doch ein bisschen gescheiter gegen den. Okay, wir haben null Schaden gemacht. Ne, doch, wir haben Schaden gemacht. Mann, bist du groß! Und hässlich! Und hast eine lange Reichweite. Okay, durch sein kleines und sein großes Schwert verbindet er quasi Schnelligkeit und Stärke in einen. Macht mich sehr, sehr stolz. Würde ich auch gern können. Kann ich aber nicht. Alter Falter. Okay, Plan B. Ringe reparieren. Danach Schädel nehmen. Und mit einem missgestalteten Schädel halt mal probieren, den ein bisschen paar mitzugeben. Ich hoffe, das funktioniert. Bei so einem schnellen Gegner ist der missgestaltete Schädel vielleicht nicht das Optimum. Aber er sieht jetzt auch nicht aus wie vollgepanzert. Er sieht sehr schnell aus und deswegen kann der finsterne Schaden vielleicht doch was ausrichten. Der Plan geht eh schief, sag ich mal, wenn der missgestaltete Schädel quasi zu zeitig kaputt geht. Okay, erstmal reisen. Manjula, mein Lieblingsdorf auf dieser Welt. Aber er hat sich auch jemand gesammelt. Habt ihr gesehen? Also ich bin nicht der Einzige, der probiert, einen Gegner mit Beschwörungen hinzukriegen. Das Problem ist dann, beim nächsten Part, dann stehe ich dann von zwei Endgegnern. Ich stehe vor diesem dämlichen Schmelzerdämon und ich stehe vor dem Typen hier, wie immer der auch hieß. Das ist natürlich eine böse Sache. Wenn alles schief läuft, dann probiere ich die ein paar Mal und gehe dann ins andere DLC. Fällt mir auch nichts ein. Ach Mann, das ist wieder so eine Sache bei Dark Souls. Ring reparieren, ja bitte, Ring reparieren, ja bitte, Ring reparieren, ja bitte. Und schon wieder nur 16.000 Seelen. Reicht aber nochmal für eine Komplettreparierung, würde ich sagen. Gut, reisen wir. Obwohl der Schmelzerdämon sicherlich einfacher ist als der Typ jetzt gerade hier. Der lässt mich schon zeitig resignieren, finde ich. Also moralisch. Sobald er hochkommt, werde ich ihn einfach zweimal einen mit einem wunderbaren Schädel ein paar reintrimmen. Ach ja, ich wollte die Ausrüstung wechseln, wenn ich gegen Endgegner kämpfe. Das habe ich jetzt wieder verpasst. Habe ich jetzt wieder ein bisschen verpeilt, muss ich sagen. Da muss ich mich immer wieder intensivst selbst dran erinnern. So, wollen wir mal. Ausrüstung wechseln. Der Lebensrichtungsring ist ja gut. Jetzt möchte ich hierzu noch den Drachenring. Den dritten Drachenring. Dritter Drachenring. Und hier möchte ich doch ganz bitte sehr den neuen Ring haben. Der alles Mögliche abwehrt und ultimative Werte hat. Genau.
Nicht Ring des Todes. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Der ist der Spaßmacher-Ring. Ring des Todes, Ring der magischen Clan, bla 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 bla. Mann, der hat so ein markantes Aussehen und ich sehe den immer nicht. Ist echt traurig. Hä? Hä? Wo ist denn der hin? Also Leute, jetzt geht's ja mal wieder. Das ist er nicht. Sieht aber so ähnlich aus. Mann, da ist er doch. Genau, bitte den. So, den Bogen brauche ich nicht. Den nehme ich wieder raus. Für die Geschwindigkeit. Keine Ahnung, ob das viel bringt. Und jetzt setze ich noch meinen Endgegner-Helm auf. Damit er weiß, lustig war früher. Und los geht's. Und ich nehme auch gleich mal beidhändig den Schädel. Einfach aus dem Grund, dann habe ich gleich einen schönen Schlag zum Draufhauen. Ein bisschen Quäntchenenergie fehlt mir oben, weil ich den Ring ausgerüstet habe, aber nicht weitergegangen bin. Also nicht immer zum Leuchtfeuer. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke mal, das wird jetzt sowieso nur Erfahrungswerte sammeln sein, der Kampf hier. Boah, hier! Missgestalter Schädel for the win! Okay. Okay, Rollen hilft dir mal gar nicht mehr so viel. Aber der missgestaltete Schädel haut wie immer ordentlich rein. So lobe ich mir das. Oh! Alter, chill doch mal. Ich wollte mich mal kurz ausruhen. Natürlich. Akzeptierst du das nicht? Drehst lieber wieder frei? Oh, missgestalteter Schädel, ich liebe dich. Du bist die sexiest Waffen-Weapon hier bei Dark Souls 2. So, und jetzt? Was machst du jetzt, hä? Oh, gehst in Deckung, Weichwurst. Schönes Ding. Nicht schön genug für den missgestalteten Schädel. Ach, kein schlechter Backswing. Und hat er mich einfach mal ins Leere laufen lassen. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich hier die Waffe wechseln muss, bin ich quasi aufgeschmissen. Also wortwörtlich. Dann liege ich mich einfach nur da und kann mich überhaupt nicht mehr wehren, so. Okay, nicht schlecht. Der Typ hat Ahnung. Aber er ist alleine machbar. Ich lerne gerade sein Moveset kennen. Das heißt, ich werde vermutlich sterben. Was? Ist der 65 nur? Habe ich ihn voll gegen die. Und was jetzt, Mann? Komm her! Spar dir das Gezirkel! Schön. Und daneben gehauen. Und BÄM! Und BÄM zurück. Okay, ein bisschen Ausdauer brauche ich wieder. Ach, ich verpasse eine Keule, er verpasst mir eine Keule. Ich liebe den missgestalteten Schädel, aber er geht mir zu schnell kaputt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Waffen schnell wieder zu reparieren, außer das Reparaturpulver? Oder hast du länger halten? Ich sag mal. Schnell zu reparieren ist ja das Reparieren. Nein! So eine Saftnase! Dabei hatten wir noch zur Hälfte gehabt und er ist gar nicht so schwer, wie ich finde. Ich habe mir erst ins Boxhorn gejagt von denen, aber ich muss sagen, man kann ihn gut bekämpfen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal meine zwei Lebensringe aufbrauchen auf den. Sollte ich dabei draufgehen, das ist alles nicht so schlimm, dann beende ich den Part dann. Sammle Kräfte für den nächsten Part und dann hau ich ihn aus dem Maul. Ist alles eine gute Taktik. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken, war ein heißer Kampf. Ah, bestes Wasser. Ach, jetzt nochmal die Ausrüstung überprüfen. Den da raus. Macht er überhaupt so viel Magieschaden? Brauche ich hier Magie, Blitz, Feuer und Finsternisabwehr? Das weiß ich gar nicht. Oder würde normale Abwehr, ein Hartstahlring, es mehr bringen, weil er hauptsächlich körperliche Angriffe macht? Ist natürlich eine gute Frage. Oder hier wieder den Klingenring und noch mehr Schaden anzuringen. Ich probiere es mal mit dem Klingenring. Beim Schmelzdämon kann ich ja immer noch die andere Taktik anwenden. Ja, und ich wollte das Reparaturpulver hochlegen. Aber nicht fürs Estus. Inventar. Nee, ich wollte auf Ausrüstung. Was ich hier nicht brauche, sind die Giftmesser. Die kann ich mal grundsätzlich rauslegen. Und dafür halt Reparaturpulver. Na, wo ist es denn? Darf ja nicht so schwer sein. Sag ja, sah ja aus wie ein Pulver. Dämmerungskräutliches, rohe, göttliches Segen, grüne blöde Heimatknochen. Ah, alte Feder.
Wird doch hier ein Reparaturpulver geben. Goldharz. Verhungert mit Blitz, Feuer, Finsternis, Gift. Ah. Stellt Ausrüstungsrobustheit wieder her. Das haben wir gebraucht. Okay. Soll ich die Feder auch nochmal rausnehmen? Na, nee, die brauche ich vielleicht noch. Also, jetzt in dem Moment sicherlich nicht. Aber später dann. Estus, danach kann ich wieder mal meine Waffe reparieren. Und dann kann ich mit dem missgestalteten Schädel durchkämpfen. Das ist eine gute Sache. Vielleicht soll ich Reparaturpulver generell mal mehr kaufen. So, und wieder mein Schild hier nehmen. Und wir haben ihn schon ordentlich was abgezogen mit der ersten Attacke. Hammer Ding. Fick dich, Mistvieh. Okay, Backswing gegen Backspring. Ich mag den Jungen. Er hat Stil. Er ist hässlich wie Nacht dunkel. Ein bisschen emo-schwarz, aber ich mag ihn eigentlich. Ich hoffe, er hat keine zweite Schlagstufe. Wo. Ah. Er heißt übrigens Rauchgitter. Kettenrauchgitter. Wäre viel cooler, der Name. Ja, ich will mich heilen, Mann. Sei nicht so eine Bitch. Nicht schlecht. Ich brauche nochmal eine Heilung. Okay, Kettenrauchritter. Auf geht's. Du gegen mich. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt einen Schildstoß gemacht habe. Ich hielt's für eine coole Aktion. War aber volle Kanne für den Arsch. So, jetzt muss mal Zeit wieder zu kämpfen, nicht die ganze Zeit nur heilen. Der ging natürlich volle Kanne nehmen. Der sitzt. Der auch. Ah, sein Backswing ist die Hölle. Aber er ist fast bei der Hälfte. Die magische Hälfte. Na, was ist nun? Okay, ziehen wir uns mal kurz zurück. Er macht's auch. Und damit haben wir die Hälfte. Oh, ich habe gewusst, er flippt aus bei der Hälfte. Na toll, ein Flammschwert. Ah, okay. Lässt das irgendwann mal wieder nach? Ich kann es gar nicht sagen. Ich traue mich mal heran. Doch, er pocht volle Kanne durch die Verteidigung durch. Schnell mal was trinken. Okay. Ein Arschloch. Sondergleichen. Da macht er die ganze Zeit einen auf harmlos. Und dann macht er das fette Schwert und zündet Stufe 2. Nicht schlecht. Und dann bin ich mir sicher, ich lege wieder den einen Ring ab und nehme jetzt doch was, was gegen Flamme, Finsternis und so weiter hilft. Den Ring werde ich ja nicht umsonst in diesen Level gekriegt haben. Eieieiei. Dabei war ich so stolz auf mich. Ich habe ein bisschen Hälfte gekriegt. Hat so noch ein bisschen Reparaturpulver am Start. Also eigentlich alles kein Problem. So, letzter Ring. Letzter Versuch. Und jetzt nochmal den guten Ring nehmen. So. Oh, jetzt haben wir sogar einen richtigen Menschen dabei. Xanatos 13. Nee, ich will den persönlich machen. So schwer ist er wirklich nicht. Sag ich zwar bei jedem Endgegner, dass die nicht so schwer sind und dann kriege ich aufs Maul, aber bäh, was soll's. Den werde ich schon kriegen. So ist seine zweite Stufe. Macht mir genauso viel Sorgen wie mit dem Schmelzerdämon. Diese absolute verdammte Reichweite. Beidhändig, du Arschloch. Komm her. Hat das gesessen? Nur der erste Schlag. Scheiße. Aber ich kann mir ja Zeit nehmen hier. Bisschen weniger Respekt zeige ich ja schon. Er wird tatsächlich geheilt da hinten. Ich krieg die Krise. Ich glaube, den letzten Keil von dieser dummen Tussi hätte ich doch gebraucht.
Und bloß, wo ist der letzte Keil hin? Ich muss ja irgendeinen Truhe dann übersehen haben. Endgegner, die sich heilen, sind nicht gerade sehr fair, wie ich finde. Das ist ein Feature, was nur der Spieler besitzen sollte. Du kannst nix, Junge. Ja, ich auch nicht. Oh, wie konntest du jetzt noch... Was mache ich denn jetzt? Ich hau durch die Gegend wie so ein betrunkener Penner. So, schön drauf. Ach, mit so einem lahmen Swing mich noch zu besiegen. Echt unglaublich. Och, warum läuft's denn jetzt gerade nicht mehr? Ich bin nicht von dir beeindruckt, Mistvieh. Der einzig wahre dunkle Ritter war je Darth Vader und nicht du. Keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe, aber Star Wars-Vergleiche kommen ja immer super. Warum ging denn der daneben? Ich glaube, ich werde echte Probleme kriegen, wenn der seine volle mit diesem Flammschwert seine volle Reichweite ausarbeitet. Gut. Der hat gesessen, oder? Du kommst jetzt mal schön von dieser Heilstatue weg. Zack! Okay, drauf. Drauf. Und auch eine drauf gekriegt. Okay. Meine Fresse wird dann schnell. Oh, ist das mies. Noch ein... Oh, Explosion. Genau. Kann mich mal verraten, dass du ein ganz schöner Noob bist? So, ich brauche jetzt mal das Reparaturpulver. Wird eine interessante Sache, das auszuwählen und dann auch auszulösen im richtigen Moment. Da ich das noch nie benutzt habe, weiß ich nicht, wie viel Zeit ich dafür brauche. Ganz schöne Menge Zeit. Okay, aber der missgestaltete Schädel ist wieder hergestellt. Bist du närrisch? Hörst auf! Alter, was für ein... Ah, okay, Leute, da bin ich wieder drauf gegangen. Das war nicht so geplant. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, dass ich ihn irgendwann kriege. Aber vermutlich nicht jetzt. Also bis zum nächsten Mal. Verdammte Kacke, ich war wirklich gut. Also ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Nächsten Part fällt er, schätze ich. Also, bis dann. Ciao.